Oh, da ist Alex los. Er lebt. Das wissen wir schon mal. Und er hat nicht mehr anscheinend seine Kleidung und seine Waffe und so weiter. Sieht aus wie Knast. Da hinten sieht es nämlich gegittert aus. Oder vergittert. Ja, ist Knast. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Was? Als ich dich retten wollte? So ist das nicht gewesen. Ich sagte, komm mir nicht in die Quere. Und doch bist du hier. Also was? Ich bleibe gefangen, bis man mich tötet? Das ist der Plan. Außer ich komme da rein und töte dich, wenn mir danach ist. Aber vorher, sag mir, was du weißt. Ich dachte, der Kult hätte dir alles gesagt. Klingt, als wärst du auf ihrer Seite, aber sie nicht auf deiner. Glaubst du, ich bin eine Spielfigur? Dann beweise es mir. Erklär mir, wo ich falsch liege. Überzeuge mich, wenn du kannst. Was möchtest du denn wissen? Alles, was du für wahr hältst. Aber danach töte ich dich. Warum habt ihr mich auf dem Berg in jener Nacht verlassen? Wir haben dich nicht verlassen. Der Kult ist verantwortlich. Ja, wegen der Prophezeiung, ne? Es war die Prophezeiung der Pythier. Die Ephoren sagten, es gäbe keine andere Wahl. Prophezeiung? Du weißt so gut wie ich, wer der Pythier einflüstert. Allerdings. Ein Kind, dessen Schicksal so schrecklich ist, dass man es von einem Berg wirft. Welche Prophezeiung führt zu so etwas? Die Prophezeiung sagte, du wärst Spartas Untergang. Der Kult wollte dich. Ja, du wärst Spartas Untergang, genau. Die Pythia sagte, du würdest Sparta zu neuer Größe führen oder zum Untergang. Es war zu riskant, den Ausgang abzuwarten. Ein Risiko. Man sagt, du wärst unberechenbar. Ich nenne es lieber entschlossen. Du warst damals nicht entschlossen. Du, meine Familie, ließt mich los. Was sagst du da? Du hast keine Vorstellung, was auf diesem Berg geschah. Erzähl es mir. Ich wollte dich retten. Weiß ich nicht jetzt. Nee, wollte er dir retten? Nee, unsere Mutter hat nach dir gesucht. Unser Vater stand für Sparta. Ja, unsere Mutter, genau. Die hat auf jeden Fall nach dir gesucht. Sparta ging dir hinterher. Was meinst du mit hinterher? Sie stieg den Berg hinab, um dich zu suchen. Sie musste dich finden. Und was hat sie gefunden? Sie hielt sich für tot, der Kult hat dich geraubt, der Kult hat es auf unsere Familie abgesehen. Ja, ja, genau. Das wurde mir schon die ganze Zeit eingetrichtert. Danach waren wir keine Spartaner mehr. Wir wurden von den Ephoren verbannt und zur Zielscheibe des Kults. Eine von uns haben sie gekriegt. Wenn sie mich haben, brauchen sie den Rest von euch nicht. Okay, also jetzt müssen wir hier ganz viele Fragen beantworten hier. Der Kult will die Welt beherrschen. Ja, das vielleicht auch. Der Kult will unsere Familie zerstören. Das auf jeden Fall. Der Kult will die Zukunft beeinflussen. Ja, ich sag Familie. Denn wir wollen sie ja beeinflussen, dass sie auf unserer Seite ist. Sie will unsere Familie zerstören. Familie töten. Genau. Uns alle. Niemand bleibt übrig. Also komm auf meine Seite. Dann sag mir, warum ich noch hier bin. Sie bekamen dich jung. Sie formten dich zu ihrem Vorteil. Und bauten eine Maschine. Ihnen ist egal, was aus uns wird. Deimos, wir haben nach dir gesucht. Und hier bist du. Beim Bodensatz. Es war ganz schön laut. War nichts. Dann geh! Jetzt! Du hast hier nichts zu suchen, Mädchen. Ich bin keine Spielfigur. Und du bist nicht mein Meister. Okay, die ist Feuer und Flamme. Natürlich nicht, Kriegsheldin. Das war sehr unbedacht von mir. Vergiss nicht, dass du dich selbst eingesperrt hast. Daran würde ich mich erinnern. Ja. Du musst das verstehen. Es ist zum Wohle Athens, Alexios. Herakles hätte die ganze Stadt in die Armut gestürzt. Die Menschen lebten im Elend. Also ließ du ihn ermorden. Man muss schon einige Eier zerschlagen, um das perfekte Dotter zu finden. Er war nicht der Richtige.
Was sollen wir jetzt antworten? Tja, du bist auch nicht der Richtige. Also bist du eine andere Art Anführer? Ja, ich würde sagen, das Erste, ne? Dass du deine Gegner tötest, zeigt, was für ein Anführer du bist. Genau. Oh, das war nur der Anfang. Wenn du es doch nur noch mit ansehen könntest. Komm in die Zelle. Du bist hier, um mich zu töten, oder? Mal sehen, was passiert. Genau. Zu meinem großen Glück gibt es andere Brände, die ich löschen muss. Mhm. Man spricht von einer Revolte. Mhm. Was, jetzt schon? Das ging schnell. Ich habe einen Plan. Tote rebellieren nicht. Ach Gott, da kommen jetzt Wachen. Du kannst es mit einer Gruppe von Rebellen aufnehmen, wenn du schon Angst vor diesem einen hast. Der Akt an sich liegt nicht in meiner Hand. Es wurde abgestimmt. Was habe ich dir gesagt? Die Menschen gaben mir ihren Segen. Ich nutze ihre Macht. Das ist nicht demokratisch. Ich dachte, Politik sei ein Spiel für dich. Schon vergessen? Das ist es. Und ich will es gewinnen. Verpiss dich, Claire. Den werden wir auf jeden Fall noch killen, ey. Egal, gib was ist. Gib mir die Schuld. Das Volk von Athen hat gesprochen, ganz ohne mein Zutun. So begegnet man einer Rebellion. Sie wissen nicht, wofür sie gestimmt haben. Du halfst mir in Athen, sogar freiwillig. Wenn du doch nur etwas mehr wie deine Schwester wirst. Zu schade. Der Kult gewinnt, Alexios. Nun muss ich mich um das Schiff nach Mytilene kümmern. Die Einwohner werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ach Gott, da sind jetzt ein paar... Ja, das war die Quest, die Schlacht von Pylos. Jetzt kommen ein paar kleine Wächter, die ich umnieten muss. Also ganz ehrlich, ist das jetzt der fucking Ernst? Ja. Etwas witzig. Also, um das eine Herausforderung darzustellen, müssen wahrscheinlich Tausende von denen rein. Obwohl Alex so jetzt ganz schön aus der Puste tut. Oh, sehr schön. Ja, herzlich willkommen. Gerade recht. Interessant. Vielleicht ist doch der Tod der größte Segen der Menschheit. Ja, da fängt er schon wieder an mit seiner, ja, mit seinen... Ein Versuch was wert. Und es ist der Gedanke, ganzen Gebrappel. Den Göttern sei Dank, dass du lebst, Alexios. Wenn das nicht die letzten Wachen waren, dann sollten wir jetzt gehen. Und zwar geschwind. Warte. Wir müssen über Kleon reden. Sokrates kam dem Malakas auf die Schliche. Wir wissen, was er vorhat. Fass dich kurz. Seine Ausrüstung, Barnabas. Oh ja, Ausrüstung. Das ist gut. Sehr gut. Ja, so lange musste ich doch nicht ohne meine Ausrüstung bleiben. Alexios, triff uns bei Perikles Anwesen. Dort werden wir alles Weitere besprechen. Die Stufen des Parthenon sind lang und wurden auf Leichen errichtet. Also wir wissen jetzt, Kleon ist ein Kultist, Kleon der Jedermann. Kleon häufte unbeachtet sein Vermögen an, bis der Kosmos nach ihm rief. Perikles weigerte sich, in den Krieg zu ziehen und vom Frieden profitierte niemand. Der Kult befahl Kleon, die Massen aufzuwiegeln und Perikles in die Schlacht zu zwingen. Trotz Kleons äußerster Anstrengung scheiterte er daran. Da ihm keine andere Wahl blieb, nahm Kleon die Dinge selbst in die Hand und begann seinen blutigen und gewaltsamen Aufstieg zur Macht. Und was bekommen wir hier? Ein Bogen des Paris. Oh, klingt ja ganz toll. Paris. Und Kleon ist ja schon eher einer, der im inneren Bunde ist. Man sieht es schon. Da haben wir ja schon fast alle aufgedeckt hier, die im inneren Circle sind. Ja. Okay, bei welcher Quest sind wir jetzt eigentlich? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt wieder. Ach, das war auch schon wieder die Quest Athenische Gardinen.